Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Juri Nickersdorf ist ein Dienstleistungsunternehmen, das schon über 4 Jahrzehnte im Aufgabenbereich Kanal, Grubendienst, Muldenservice, Hochdruckreinigung mit zahlreichen Spezialfahrzeugen und gut ausgebildeten Mitarbeitern im Einsatz steht. Juri Nickersdorf, da sind Sie in guten Händen. Besten Geschmack gibt's jetzt auch alkoholfrei. Vollmundig, natürlich trüb. Gösser Naturgold. Echter Biergenuss zu jeder Tageszeit. Egal welches Modell von Ford Sie ins Auge fassen, bei Ford Huber Kapfenberg sind Sie da schon mal genau richtig. Mein Name ist Franz Hofer, ich bin Verkaufsleiter im Autohaus Huber Kapfenberg und für die Marke Ford zuständig. Besprechen Sie mit ihm Ihre Wünsche, Ihre Vorstellungen. Ford ist eine Idee weiter. Am besten, Sie kommen zu einer unverbindlichen Probefahrt. Dann wissen Sie es. Ford von Huber Kapfenberg. Unser Schlagerspiel der Runde kommt diesmal aus der Unterliga. Nur da gibt es einen richtigen Kracher, denn da treffen die Spitzenmannschaften aufeinander. Der SV Stans als Tabellenzweiter trifft auf den Tabellenführer auf Schladming. Beide Mannschaften haben 18 Punkte am Konto. Nur die Schladminger haben um 3 Tore ein besseres Torverhältnis. Und heute, da wird wirklich gefeitet um jeden Millimeter. Und dieses Spiel ist interessant und zeigt auch großes Publikumsinteresse. Schauen wir uns dieses Spiel gemeinsam an. Wie geht's aus heute, Stürvi, du? Ja, ich rechne schon stark mit einem Heimsieg. Ja, die Stanzer sind ja diesmal sehr stark, die Schladminger auch. Was macht's aus bei den Stanzern? Ja, das gute Kollektiv, kann ich sagen. Und wir haben einen neuen Trainer, frischer Wind. Ich muss aber auch sagen, der alte Trainer hat auch perfekt gearbeitet. Aber jetzt so mit einem neuen Trainer, frischer Wind und mit den einheimischen Jungs können wir sehr zufrieden sein. 400 Fans sind ins Stanzer Teichstadion gekommen, die Stimmung natürlich bestens. Bei den Stanzern, da spielen die 3 Ebners. Der Florian schon 9 Treffer am Konto, der Manuel und der Herbert. Für die Stanzer Tore sind die Ebners zuständig, das ist einfach so. Schladmings Trainer hat am Spielfeld durch Sohn Sebastian einen guten Helfer. Stans Trainer Uwe Donhofer muss noch ein bisschen warten. Der Nico kickt auch, braucht bis zur Kampfmannschaft aber noch ein paar Jahre. Stans spielt in Weiß-Schwarz, der Schiri heute ein guter Mann, Gottfried Schuiki aus Bad Gams. Stans startet gleich mal mit gutem Angriff, die Gästeabwehr lässt sich nicht überraschen. Auf der Gegenseite ein Sebastian Schmidkracher, Hölbling wehrt zur Ecke ab. Der Eckball wird hereingespielt, bringt Unordnung in heimische Abwehr. Schmid ist zur Stelle, drückt ein. 1:0 für Schladming steht's durch dieses Schmid-Tor in Minute 6. Schladming legt nach mit Konter, scheitert aber an Hölbling. Es entwickelt sich wie zu erwarten eine kampfbetonte Partie. Gute Schmid-Aktion, super Ball in die Tiefe auf Völk. Völk schließt erfolgreich ab. 2:0 für Schladming, der neue Spielstand. Die Heimischen haben sich das ganz anders vorgestellt. Stans wird nun munter, klopft da ordentlich an. Die Schladminger haben da auch Glück. 3-mal will der Ball nicht rein in den Gästekasten. Und bei Schladming gibt Christian Krenn im Tor super Rückhalt. Es passiert nichts mehr. Mit der 2:0 Schladming-Führung geht's in die Pause. Lust auf 2 Thermenkarten der Therme Aqualux Fonsdorf? Ja. Ja, das geht ein bisschen um die gute Stanzer Fußballvergangenheit. Weißt du da ein bisschen was? Fangen wir mal an, wann ist denn der Stanzer Verein gegründet worden? Ja, 1969. 1961 ist richtig und der Verein war mal in der Unterliga damals, in was für ein Jahr? In 72er Jahren. Ist auch richtig und kannst du mir 5 Kicker aufzählen, die was damals gespielt haben in der guten alten Zeit, da waren ja 800-900 Zuschauer da in der Stanz?
Ja, der Gesselbauer Tasser gespielt, die zwar kalt ist, Prosecco-Bäder und der Gretthofer Adi. Ja, du hast mir die Fünfe schon benannt und jetzt habe ich noch die letzte Frage. Du bist ja ein junger Bursch, aber warum weißt du das alles? Ja, weil ich in der Chronik in der Homepage nachgeschaut habe und weil ich mich da informiert habe. Ja, das ist eine gute Geschichte und ich muss sagen, du hast mir alles richtig beantwortet und du kriegst von mir die zwei Thermenkarten für die Pfonsdorfer Therme. Passt, danke. Stand startet gut in Hälfte 2, aber beim Gästetormann ist wieder Endstation. Weiter geht's mit Stands Freistoß. Der Ball wird da kurz abgespielt, kommt auf Bader und Bader schiebt 1 und 1 zu 2. Bei den Stanzer Fans kommt Stimmung auf. Stanz will mehr, das spürt man. Das Match spannend und abwechslungsreich. Der junge Stanz-Tormann verhindert da das Ärgste, tilgt die Gästechance. Aber darauf folgend ein Dämpfer. Schladming-Freistoß, Michi Meier drückt ab und der Ball ist im Tor. Da hat Hölbling mitgeholfen. Vorher hat der Stanz-Tormann schwere Bälle gehalten, dann das Missgeschick. Für die Schladminger schaut's gut aus, 3:1 vorne. Stanz nun geschockt, die Gäste nützen das aus, entblößen die Stanzabwehr und bauen die Führung aus zum 4:1. Das Match entschieden. Schmidhofer vergibt noch einen Stanzsitzer und das war's. Schladming schlägt im Auswärtsspiel Stanz mit 4:1. Da feiern und die Stanzer, die hadern. Nicht schlecht gespielt, aber verloren, das tut weh. In der Stanz, da gewinnt man ja nicht leicht, euch ist es heute gelungen. Was sagst du zu diesem Match? Naja, eigentlich am Anfang hat es ausgeschaut, wir waren auf gleicher Höhe, auf gleicher Wellenlänge. Wir waren beide starke Mannschaften, erste Halbzeit. Und natürlich, wir haben in der 7. Minute habe ich gleich das erste Tor geschossen. Das war sehr glücklich, weil nach einem Eckball habe ich den Kopf wieder geschossen. Und ja, eigentlich ist durchweg das ganze Spiel, ist eigentlich waren wir beide gleich stark, die Mannschaften. Und ja, wir haben das Quäntchen Glück gehabt zum Torschießen und das war noch ein ausschlaggebend für uns. Ja, wie du sagst, das erste Tor hast du geschossen, das zweite hast du super vorbereitet und ich habe gesehen, ihr habt ja nicht nur eine gute Offensive, ihr seid hinten auch sehr gut gestanden und einen guten Tormann habt ihr auch gehabt. Ja, mit unserem Michael Meyer und mit Josip Merancic in der Innenverteidigung, die sind natürlich super Leute, sind sehr kopfstark und sehr robust und auf die legen wir viel Wert und auf die sind wir halt stolz. Wir sind eine Mannschaft. Und ja, man braucht eine Mannschaft, dass man ein Spiel gewinnt und das haben wir heute gesagt. Du bist ja total in die Fußstapfen des Vaters getreten, der Vater, den kenne ich ja gut, der Andi, ein guter Landesliga-Kicker gewesen, viel Tor geschossen und jetzt bist du da. Ja, was soll man machen? Gerbt ist gerbt, sage ich mal. Ja. Was ist denn überhaupt dazu, Meistertitel? Naja, wir schauen einmal, dass wir vorne dabei bleiben und unser Spiel immer weiter durchziehen, durch die ganze Saison und dann schauen wir, was rauskommt. Florian Ebner, wie weh tut diese Niederlage heute im Titelkampf da gegen Schladming? Ja, natürlich. Jede Niederlage tut weh, aber wir halten den Kopf um und gegen Veit schaut es wieder anders aus. Ja, und die Ebners, das sind ja das Um und Auf in der Stanz. Da spielen ja drei Ebners und du sorgst ja mal immer für Tore. Du hast schon 9 Tore erzielt, das ist ein Schnitt, 9 Spiele, 9 Tore. Aber heute hat es nicht geglaubt, warum? Ja, ich sage, Schladming hat sehr gute Hintermannschaft und sehr guten Tormann. Und ich glaube, wir haben aber trotzdem gut mitgespielt und brauchen uns einen Schaumann, glaube ich. Ja, du sagst das richtig, man braucht sich nicht Schaumann und wegen dem ist man ja nicht aus dem Titelrennen. Man hat heute ein Spiel verloren und nicht die Meisterschaft. Ja, wir sind noch immer Dritter und sind noch immer auf Kurs. Also unser Ziel ist unter die ersten drei kommen und da sind wir noch voll drin.